Was geht, meine Damen und Herren? Ich wollte einfach so einen außergewöhnlichen Anfang. So kennen wir doch den Nita. Ja, so, ich wollte einen außergewöhnlichen Anfang wählen. Ja, wir sind hier in einer fantastischen, illustren Runde mit meinem wunderbaren Partner, der in jeglicher Hinsicht besser ist als ich. Nein, das stimmt nicht. Er ist talentierter, er sieht besser aus, er hat mehr Geld. Nein. Er sieht aus wie ein Golfspieler. Ja, okay. Also wärst du lieber Tiger Woods oder Marco Huck? Wenn ich wissen würde, wer Marco Huck ist. So ein Boxer aus Deutschland. Marco Huck. Einfach so aus Prinzip, nur um mich recht zu geben. Ja. So, nein, du bist schon ein Star. Nein, das stimmt nicht. Meine Damen und Herren, wir sind diesmal nicht alleine, sondern wie mit all unseren Freunden haben wir jemanden in diese Runde geholt. Aber wie mit all unseren Freunden zeigen wir den nicht. Wie damals bei den Cartoons, die Eltern von Tom und Jerry und so. Man hat die ja nie gesehen. Der Dulli ist hier, meine Damen und Herren. Einen fetten Applaus für Dulli. Servus, hallo, hallo. Dulli ist, wir müssen natürlich kurz erklären, woher wir Dulli kennen. Also Dulli. Aus dem Flüchtlingsheim. Ey, das ist so ekelhaft. Ich habe allein schon an seine Lippe gesehen, wie der Winkel von seiner Lippe war, als er das gesagt hat. Wollte irgendwas sagen. Ich kenne dich einfach immer aus dem... Ernsthaft. Ich kenne sogar das. Ja. Dulli ist erstmal bekannt. Er hat die Burgerindustrie revolutioniert. Das bleibt drin. Bruder, ich habe aufgehört wegen dir. Guck mal, er hat seine Selbstständigkeit, seinen Traum der Verwirklichung eines Franchise-Imperiums aufgegeben für dich. Das ist doch mal ein Applaus wert. Damit ich den nicht mehr aufziehe, nicht für Nein, mich. Nein, der hat es für dich gemacht. Okay, erzähl mal. Er hat die Burger-Ding revolutioniert. Also er hat das revolutioniert. Erstmal hat er eine bestimmte Technik, wie er das Fleisch dreht. Ist doch patentiert? Das ist patentiert, ja. Es gibt einmalig, nur Dulli weiß das. Er dreht das bestimmt, wie er Ich mache das wie beim Tanzen. So, ja. So mache ich das. Ja. So, Dulli ist kein Unbekannter in der Veranstaltungsbranche. Mhm. Er räumt seit einigen Jahren in der Comedy-Szene auf. Was machst du noch? Du machst so dieses große... DTM, genau. DTM. Dann CEO, Rough Comedy Jam. Warte, DTM. Wie viele Leute kommen da? DTM, also kennt man eigentlich, Deutsche Tuning-Meisterschaft, sind so 60.000 Leute sind so pro Tag da. Und das veranstaltest du? Na, also ich bin der Booker und der sich um die ganzen Künstler und die DJs da vor Ort kümmert. Krass, obwohl der so aussieht, Alter. Das ist nicht ja, krass. Ja, Bruder, das war richtig schwer. War das schwer, da reinzukommen? Ja, Bruder, bei dir ist alles schwer mit Veranstaltungen. Rassismus, ja, aber du siehst echt aus wie so ein Puerto Ricaner, der so Pizza an der Ecke in New York verkauft. Ja, das habe ich auch gemacht. Nein, das war... Ey, krass, aber es ist voll... Weil das ist ja eine richtig große Nummer. Ja, da kann man dich ja nicht kleinreden. Achso, ist Nisa nicht eine große Nummer? Nisa ist auch eine sehr große Nummer. Also? Aber nicht so groß. Warum will man... Ich will nicht, dass mein Bruder sich kleinredet. Ja, hier. Jetzt bist du natürlich hochgestiegen von 16.000 Leuten bei DTM. 60. 60? Ja, aber... Wieso sind so viele Leute da? Ich hab keine Ahnung. Weißt du, wie viele Leute es gibt? Ich mach mal 200.000 Euro in so einen Golf 3, Baujahr 94. Aber was machen die dann? Keine Ahnung, ich könnte mir einen Rolls Royce damit kaufen. Vor allen Dingen, die sitzen an einer Ecke und das Auto kommt nur alle 15 Minuten rum, Alter. Du wartest da, bis das Auto wiederkommt. Und die sind da, die schauen sich das an. Ja, und ja. Aber Erik ist auch so einer. Ja, Erik ist krank. Der ist aber auch so einer. Autos, boah, lass mal gucken und so Ding. Ey, ich sehe den. Wo hab ich das letzte Mal gesehen? Ja, wir haben den vor kurzem nochmal gesehen. Wo? Wo war das? Waren wir da nicht irgendwo eine Veranstaltung? War das nicht bei mir? Bei Shitstorm-Aufnahme? Nein, wir haben ihn danach nochmal gesehen. Nee, Shitstorm war das. Nein. Mannheim? Wo haben wir Erik gesehen? Wo wir danach alle in die Shisha-Bar gegangen sind. Das war Shitstorm. Ja? Ja. Erik sieht mich so nach gefühlt 2 Jahren. Sagt einfach so. Ich habe mir letzte Woche einen Urus gemietet. Lamborghini. 850 PS. Starkes Ding. Motorhaube, Carbon. Links, rechts. Der ist krank. Kotflügel ein bisschen verbreitert. Ich habe keine Ahnung, was der von mir will. Ja. Okay, Dulli ist jetzt CEO von Rough Comedy Jam. Yes. Was sind deine Ziele mit Rough Comedy Jam? Erklär mal den Leuten, was Rough Comedy Jam ist, Dulli. Also Rough Comedy Jam ist die Alternative zu dem, was man halt so kennt. Ich sage jetzt keine Namen. Warum nicht? Müssen wir ja nicht. Ja, okay.
Aber könnte ich mal. Aber du musst ja erklären, was du meinst mit einer Alternative. Eine Alternative zu was? Also so momentan kennt man in der Comedy-Szene ja immer so diesen üblichen Werdegang, von dem wir ja weg wollen. Was ist der übliche Werdegang? Der übliche Werdegang ist, die sehen jemanden, der krass ist und so eine Reichweite mitbringt, und dann sagen die, ja, du bist gut, dann parken die den, dann versuchen die erstmal zu gucken, dass er selber seine eigene organische Reichweite mitnimmt und groß wird. Und dann sagen die, wir haben den groß gemacht. Und die platzieren den dann halt in den üblichen Veranstaltungen, wie zum Beispiel, die ja nicht schlecht sind, ne? Nightwatch, Quatsch Comedy Club. Das sind so die Dinger. Also so wie ich das verstehe, es gibt eine kleine Comedy-Szene. Genau. In Deutschland, das ist einfach wie ein Karussell. Richtig. Wenn einer den gefällt, der so aussieht. Der darf draufsteigen. Der darf mal alle Stationen, mal Breakdancer, ja. Taumler benutzen. Ja. Und dann wird der ein Star oder nicht. Genau. Und dann gibt es halt das Problem halt generell in der Szene, was man ja keinem verüben kann. Aber also es hat ja immer so, wenn da jetzt 5 Leute gebucht sind, dann sind davon im besten Falle 2 deutsche Männer. Eine deutsche Frau, wenn jemand noch inklusiert ist, also irgendwie behindert ist, wäre auch nochmal top, und ein Ausländer. Da bin ich da. Nee, du bist der Ausländerpartner noch. Also ist das so wie so ein Marketing-Ding? Das ist schon wichtig. Also ein Ausländer brauchst du halt, dann ist halt gut. Aber du brauchst halt nur einen, du brauchst nicht 2. Das ist wie damals bei Hollywood, wo die immer einen Schwarzen reingenommen haben, teilweise ja, immer. Ja, ja, wie die es heute machen. Damals war es ja, der Schwarze hat damals die Drecksrolle bekommen. Der immer stirbt. Ja, genau, in einem Horrorfilm. Aber heute ist es ja wirklich so, dass gezielt, ja, ein Schwarzer muss eine krasse Rolle haben, eine Frau, ein Homosexueller. Aber das ist ja neu. So in den 90ern war ja schon so, ja, komm, der Schwarze, lass genau, ja, aber heute. Das meine ich ja. Wir müssen ihn reinnehmen. Genau, um etwas nicht weil er lustig ist. Genau, so meinte das ja auch in der Comedy. Also, genau. Die brauchen halt immer so einen Ausländer als Ausgleich, damit man nicht sagen kann, hey, warum gibt ihr nur den und den Leuten eine Plattform? Und davon wollen wir halt weg, weil, wenn jetzt zum Beispiel Nizar nicht kann, dann suchen die einen X-Beliebigen. Es geht nicht darum, ob der gut ist oder schlecht, sondern die schwarzen Haare sind wichtig. Das bedeutet, hier steht im Raum, wir sagen ja nicht, dass es so ist. Ja. Es steht im Raum. Mhm. Wenn Nizar gebucht wird, sollte es Wetten darauf geben. Ja, ich sehe ihn nicht. Du musst ihn doch nicht sehen. Die Leute sehen ihn auch nicht. Ja, aber warum machst du seinen Fuß genau vor seinem Gesicht? Das ist eine Dehnübung. Okay, ja, erzähl weiter. Auf jeden Fall ist so, wenn jetzt ich wollte jetzt Nizar buchen. Ja. Und Nizar kann nicht. Ja. Keine Ahnung. Die Himmelsrichtung ist falsch, irgendwas. Mhm. So, es gibt ja verschiedene Sachen. Die Wurst ist anders gemacht und so. Ja. Da ist dann die Dagestan. Sache, dann ist die Sache, dass egal, ob Nizar jetzt nicht kann oder nicht, wir nehmen jetzt einfach Benicer. Kennst du alle. Genau. Ja, genau. Also wenn es Wetten darauf geben würde, würde ich darauf wetten, dass... Nee, wir wissen, dass das so ist. Ja, ja. Aber das ist ja nicht bewiesen. Man vermutet es. Ja, aber ich weiß zum Beispiel... Es sieht danach aus. Ja, aber ich weiß zum Beispiel, wenn jemand bei Nightwatch... ich zieh meine Schuhe aus. Oder bei Quatsch Comedy Club ausfällt, dann der ins Raster passt und der ist nicht da, dann rufen die mich an. Und dann rufen die Osan an. Rufen ist ja nicht verwerflich. Junet an. Können die ja machen. Okay. Apropos Rassismus, da muss ich euch auch was erzählen. Ja, warte. Ja, okay. Ganz kurz dann zu der Geschichte, das passt gerade. Ich war vor dem Laden, ne? Unser LKW kam endlich, nach gefühlt 6 Monaten mit unseren Möbeln. Waren wir da, kommt so ein Typ zu mir, circa so 70 rum. Guckt das Schild an, guckt mich an und sagt, sind Sie der Betreiber von dem Laden hier? Sag ich ja. Mhm. Wissen Sie, dass es eigentlich hier Probleme gibt? Hier sind ganz viele Papageien immer. Und die schlafen nachts in den Bäumen und dann ist hier alles voller Kot. Haben Sie sich schon mal überlegt, sich zu kümmern darum? Ich dachte, okay, das ist schon längst getan. Da ist schon eine E-Mail an die Stadt gegangen, da wird gerade verhandelt, weil es gibt ja viele Tierschutzgesetze, man muss ja auf vieles achten. Sagt er, ich habe eine Lösung für Sie. Sie können auch so einen Laserpointer nehmen und diese Tiere anleuchten, dann sind die gestört. Aber so ein Laserpointer ist in Deutschland nicht erlaubt. Aber da, wo Sie herkommen, kriegen Sie bestimmt so einen Laserpointer. Ich finde das aber geil. Und dann sage ich... Ich finde das stylisch. Dann sage ich zu ihm, ja, aber ich dachte, in Deutschland gibt es die nicht. Guckt er mich an? Nee, da, wo Sie herkommen, meine ich. Ja, geil. Das, wie geil? Ich finde das lustig. Und dann sage ich zu ihm, also bei mir gibt es nur Nuklearwaffen. Ja, das ist auch ein geiler Spruch. Dann sagt er, ich kann mich selber verarschen. Läuft einfach weiter.
Ich denke mir, was für ein kleiner Rassist. Kommt eine Frau, sagt ihr einfach so zu mir, entschuldigen Sie, arbeiten Sie hier? Sage ich, ja. Wer sind denn die Betreiber des Cafés? Sag ich, das ist so eine Firma, glaube ich. Ja, gut. Und wer sind die? Wer steckt dahinter? Sag ich, ist das wichtig? Ja, klar, dann weiß man ja, ob man hingehen kann oder nicht. Das sind solche Aussagen. Und ich rede nicht von so Rednecks, so mit einem Zahn. So mit einem Zahn, so Assi-Leute. Richtig normale Leute. Was sagst du? Ich find's nicht stimmen. Aber ich bin von sowas. Ja, du bist von sowas frei. Aber Hauptsache, die Wurst wird nicht so sehr, wie wir sie brauchen. Und sagt der Rassist. Ja, dann esse ich. Ich esse die Wurst dann nicht. Du bist so ein Kussgeld. Geil. Das feier ich. Ja, ich esse die Wurst dann nicht. Aber ja. Ich heule nicht rum und sag, verlange ich von den Leuten, dass die Wurst so gemacht wird, wie ich sie will? Nein. Ja, das stimmt. Ich bin immer entspannt. Da bist du frei. Aber in dem Moment, was will man sagen? Diese Leute denken so. Das ist die Welt, in der wir leben. Stell dir vor, ich kann das jetzt hier nicht sagen. Es wäre umgekehrt. Wärst du nicht auch ein bisschen so? Wenn jemand da ist mit einer... Nein. Was? Hauptsache der Mensch ist cool. Guck mal. Da waren auch zwei ältere Leute, ne? Schöne Grüße, falls ich glaube, die hören das niemals. Zwei ältere Leute, die waren krass. Aber das, was die gesagt haben, sage ich dir, wenn ich das jetzt hier erzähle, wird unser Podcast gesperrt. Dann erzähl bitte. Das, was ich gesagt habe. Ich sag nur, ein oder andere Leute kriegen Shitstorm wegen sowas. Ah, okay, krass. Ich habe sofort verstanden. So, das Die haben das kritisiert. Kritisiert? Ja. Und haben noch so diese Sachen gesagt, die so Leute sagen. Und einer Professor, ein Professor, und der andere, ich glaube, Internist. Einer war 83, der andere war 79. Zwei Leute kamen zu uns. Das war sehr, sehr krass. Aber die Frau war die beste, Gary da. Kommt zu einer Frau, guckt das Schild an, steht und liest so mit ihren Lippen mit. Café Wilhelm. Guckt so rein. Was wird denn hier aufgemacht? Sag ich, eine Änderungsschneiderei. Sag ich, Sie sind doch bekloppt. Und dann geht sie. Der Kumpel ist so lustig. Ja, es war lustig, was ich gesagt habe. Der hat sich kaputt gelacht. Ist so eine Änderungsschneiderei. Sag ich, sind Sie bekloppt oder was? Und rastet aus. Verarschen kann ich mich selber. Oh Mann. Ja, aber manche Leute denken doch mal nach. Kaffee? Guckt rein, sieht eine Eisdiele, fragt mich, was da reinkommt. Nee, ein Saunaclub. So, erzähl weiter, Dulli. Ja, erzähl weiter, mit dem der abgelenkt hat. Achso, ja, genau. Ja. Auf jeden Fall ist die Möglichkeit. Ich will nur kurz was erzählen, erzählst du 30 Minuten. Der Dulli erzählt voll nett, ist so am Aufbauen. Der so, ich will nur kurz was. Ich bin so voll raus. 30 Minuten. Ja, die eine Frau Rassistin, was für eine Rassistin. Bruder, das hat mich voll in meinem Herz berührt. Wenn wir. Bruder, du machst einen Kaffee auf mitten in Wiesbaden, 200 Quadrat, sei doch mal dankbar. Stört es ihn, dass irgendeine so Oma, die, wo der Vater in der Hitlerjugend war, gesagt hat, ich will wissen, wer der ist? Ja. Scheiß doch auf die. Bruder, wir können. Guck mal, wir können auf Insta ein Video veröffentlichen, wie viel Mal du einen Menschen unterbrochen hast in seiner Geschichte. Ich weiß. Hab ich mich ja geändert. Und nur weil ich was falsch mache, heißt es doch nicht, dass du auch was falsch machen musst. Sei doch besser als ich. Ich will, dass mein Bruder besser ist als ich. Ey, dass du nicht. Warum hast du eigentlich Schläge bekommen? Eigentlich bist du bei den Ausreden immer so krass. Ja, sie ist so. Oder hat er bei. Ich will doch, dass du besser bist als ich. Achso, warum ich nie entkommen bin? Ja. Ja, mein Vater hat das nicht interessiert. Und mein Vater hab's ja auch nicht versucht. Nicht? Nein, ich hab viel Angst gehabt. Aber das, was du jetzt hier machst, probierst du immer. Ja, bist ja die Wahrheit. Du bist mein Bruder. Ey, und Dulli, ich war mein kleiner Bruder, Audio. Ich will, dass du besser wirst. Ich war neben ihm im Auto. Ja. Er macht fragt die Marke in der Audio, wo er sich verspricht. Ich hör's. Ich sag, du hast versprochen. Sagt er, nein, stimmt nicht. Sag ich, spiel doch die Audio ab. Sagt er so, die hab ich nicht mehr. die hat krass abgeschickt vor einer Sekunde. Sag ich, spiel die ab. Sagt er so, warum kritisierst du? Ich würde das niemals machen. Ja. Boah, du bist schlimm. Ja. Dass du ihm deinen Bruder so bloßstellst. Ja, jetzt hast du ihn wieder unterbrochen. Ja, genau. Ich war das jetzt, ne? Ja, klar. Er wollte gerade weitererzählen. Es tut mir leid. Ich versuche mich zu bessern. Alles gut, verzeihe ich. So geht man damit um. Ja. Unser Bruder, ja, wo waren wir stehen geblieben, Alter?
Bei deinem Statement, erzähl mal. du die ganze Kommode. Du bist so voll raus. So. Ja. Du genau, warst stehen geblieben. Das System, du willst das System verändern, bla, dies, das. Yeah. Zwei Kanaken in einer Show gibt's nicht. Kanaken also selten, dass nicht. Es das gibt. Und wenn, dann ist der zweite Kanake ein, weiß ich nicht, so ein Faisal Gavosi, schafft es, weil der gehört ja nicht mehr zu uns, sondern der ist jetzt von denen, der ist so. Was heißt das? Machen wir da jetzt selber eine Rassentrennung? Ja, wir machen selber eine Rassentrennung, weil es halt Whitewashing gibt. Was heißt das? Das heißt so viel wie, der Kanake ist gut, wir müssen ein bisschen was ändern und ein bisschen was von uns da reinpacken. Aber und Jungs, jetzt mal, ich bin jetzt mal die Partei. Das, ey, ja, das hört sich voll hart an, was ich sage. Ja, ja, genau. Ich bin jetzt sorry, mal, dass es ich stimme dir, so nicht, ich stimme dir nicht in allem zu, aber ich höre zu. Wir lassen ich sage das einfach nur so als Theorie, es muss nicht stimmen, aber ich sehe es so. Okay. Aber ich bin kein, also so, ich liebe alle. So. Ja, ich finde es gut, dass du sagst. Okay, was sind denn die Indizien? Haben wir ja gelernt, es gibt ja Indizien und Beweise. Und Radieschen. Ja. Und Radieschen. Also so, Indizien sind zum Beispiel, dass wir bis jetzt noch keine Mixshow gesehen haben, wo zwei Ausländer gleichzeitig gewesen sind. Und wenn der zweite Ausländer da war, dann... Also das heißt, dass wir können das kontrollieren. Ja, aber guck mal, jetzt kann man ja auch sagen, Neger Amiri ist ein Ausländer. Aber Neger Amiri, schöne Grüße, ich liebe dich. Ich heirate sie doch. Ist für mich ja keine Ausländerin mehr. Auf jeden Fall, Neger Amiri muss auch bald zu Gast kommen. Ja, aber wann ist man ein Ausländer? Wie definiert man das? Ja. Das also halt abgesehen davon, du nennst jetzt zum Beispiel Faisal. Faisal sagt das ja selber auch. Okay. Was sagt er? Er sagt, dass er... Öffentlich? Ja, hat er gepostet, dass er, um bestehen zu können in der Fernsehen- und Medienlandschaft, musste er sich anpassen und musste das machen, was die oberen Chefs ihm gesagt haben. Ja, aber das ist ja normal so. Was auch nicht verkehrt ist. In der Firma ist das auch so. Wenn du arbeitest, musst du dich ja nicht... Ja, aber er hat erklärt, was? Er hat gesagt, ich musste mich ändern und so sein wie die. Das sagt er. Also es gibt halt so, guck mal, das Problem ist halt, dass die Leute, die im Hintergrund stehen, schon etwas älter sind. Und die kennen das System halt so, wie es ist und es funktioniert. Was jetzt kommt, ist halt eine neue Welle an neuen Comedians, die halt auch von verschiedenem Ursprung sind. So, das ist ja neu in diesem System und das war ja vorher nicht so. Plus, was jetzt auch neu ist, dass jeder sich selber etablieren kann durch soziale Medien, YouTube etc. pp. Also jeder hat ja die Möglichkeit, selber groß zu werden. Aber dennoch sieht man halt, dass einige Leute besser gepusht werden vom kompletten System, wie man es halt nennt, als andere Leute. Hast du das Gefühl gehabt in deiner Karriere? Ja. Aber mir denke ich nicht, dass an meiner... Okay, obwohl, nee. Das ist Quatsch. Ja. Ja, definitiv. Ja, es kommen mehrere Sachen zusammen. Einmal kompromissloses Material... dass du nicht so, guck mal, dass du nicht so schleimst, dass du nicht alles machst, gepaart mit eventuellem Rassismus, kann dich stoppen, ja. Es ist ja auch positiver auch Rassismus, gibt es ja auch, wie zum Beispiel, dass man sagt, Tutti Tran, hey, du bist gut, du passt rein. Warum? Weil man diese Art Mensch braucht. Ja. Das gibt's ja auch. Also es ist ja auch Rassismus, wenn man sagt... Aber es ist nicht wie damals in den 90ern, 1900, wenn man so einen kleinen Wichsen genommen hat, den größten Menschen der Welt, der so sechs Arme hatte. Ja, genau so ist ähnlich. Das. Ist ähnlich. Also, ja. So ist das System. Weil im Endeffekt, wenn ich weiß, ich bin jetzt in einer... Lass mich kurz aussprechen, bitte. Sorry. Ich weiß, wie das geht, Alter. Das ist gut. Ich arbeite länger schon mit dem zusammen. wenn ich weiß, ich bin zum Beispiel in einer Ecke, wo jetzt, wie hier zum Beispiel, ist ein amerikanischer Stützpunkt gewesen oder so, dann weiß ich, okay, ich buche jetzt einen Amerikaner dahin. Dann hole ich da Micah Campbell oder so. So macht man ja. Man kann ja auch schlau buchen. Oder wenn ich jetzt in der russischen Diskothek irgendwas mache, dann suche ich jetzt einen Russen, der da reinpasst oder so. Genauso mit Chinesen, weil, keine Ahnung, irgendwo sind, oder Thailänder. Da sind viele Thailänder, ich buche jetzt mal den Thailänder dahin, das passt schon. Die Frage ist jetzt, ob es so ist. Das ist nur im Raum gestellt. Also ich will jetzt nicht irgendwelche Vorurteile oder Vorwürfe jetzt machen. Ich will nur das mal so anprangern, dass es eventuell sein könnte. Das heißt, wenn man das Gefühl bekommt als Künstler, ist nicht der Sender dann auch dafür verantwortlich, was der Empfänger annimmt oder bekommt? Wie es beim Empfänger ankommt. Ja, was willst du damit sagen? Ich will damit sagen, wenn du diese Impulse mehrmals in der Laufen deiner Karriere hast... Ach so, dann wird es so sein. Also ich muss sagen... Kann es sein. Nicht ist es. Ich muss sagen, dass ich halt mit mehreren Comedians auch rede. Ja. Und dass viele so ähnlich denken. Warum aber, es nicht sagen. Nein, keiner sagt. Und auch das System noch bedienen. Soll ich die sagen? Das stimmt. Sehr große Comedians sogar. Die sagen, ey, ich habe gar keinen Bock mehr da...
aufzutreten für diesen Fernsehsender. Stimmt. Ich bin für die der Hampelmann, ich bin für die der Affe, ich bin für die der Türke. Die sagen es, aber dann siehst du ihn zwei Wochen später wieder in dieser Sendung. Und ja klar, weil er ja auch... Ist das, okay, ist das nicht dasselbe Prinzip? Ist nur eine Frage. Mhm. Direkt kaputt machen, wenn es nicht stimmt. Ich bin jetzt Arbeitnehmer und hasse meinen Arbeitgeber. Mhm. Und ich könnte den eigentlich kaputt schlagen, aber ich gehe trotzdem hin, ja, weil ich es brauche. Ja, das Problem ist, du hast keinen anderen Job. Also wenn ich Arbeitnehmer bin, ich habe was studiert. Und die Comedians fahren auch alle mit Zug. Das ist halt so eine Sache. Also wie gesagt, Arbeitgeber kannst du ja ändern, so, aber es gibt ja nur diese Arbeitgeber. Ich bin so stolz, dass dieser mein Bruder ist. Der einzige Comedian, der so 150.000 Euro Auto fährt. Geil. Ey, was laberst das du? Das ist geil. Das stimmt alle nicht. Fahren mit Zug, so ein 9-Euro-Ticket und mein Bruder kommt nicht. Mit der absoluten Klasse. Es gibt 1000 Comedians, Klasse. Die 10-mal erfolgreicher sind als ich. Und Geld. Ja, die Sache ist, ich muss natürlich sagen, ich persönlich, wenn ich jetzt eingeladen werde auf irgendeiner Burg, ja, ja, wo ich nicht hingehöre, wo so nur so Ü60 Leute sind und Leute mit einem Humor, die eher da reinpassen und die buchen mich, ich freue mich darüber. Weil ich denke, ey geil, man kann das ausprobieren. Also ich beschwere mich nicht darüber und sage, ey, die brauchen so einen Affen und Hampelmann. Ich finde es halt nur komisch, wieso beschwerst du dich und gehst da hin? Weil wenn mich etwas übertrieben abfuckt, ich gehe nicht. Ja, es gibt ja keine anderen Möglichkeiten. Das weißt du, ich gehe da nicht. Ja, aber du hast ja diese Rambo-Mentalität in dir. Das kannst du ja nicht vergleichen. Du bist ja extrem in allem. Guck mal, ich sag dir ganz ehrlich, ja, wir können ja Real Talk, weil auch wenn wir jetzt zum Real Beispiel, Talk. Wenn wir zu der Folge zurückgehen, wir gehen zur Therapie. Das war ja eine der privatesten Dinge, die wir jemals erzählt haben von unserem Leben. Ne? Und sehr geile Folge übrigens. Danke. Richtig gut. Und deswegen will ich auch den Punkt ansprechen, bevor ich Nisa kennengelernt habe, ich hatte immer schon meine Moral und wusste schon, was ich will und was ich nicht hat. Aber durch Nisa hat sich das verstärkt. Verstärkt. Und dann bin ich so ein Typ, der immer diesen Spagat schaffen möchte, dass alle zufrieden sind. Das ist mein Problem. Das heißt... Das geht aber nicht. Zum Beispiel, wir hatten Animus hier, Leute beschweren sich, dass er hier war, ich mache eine Story, sag, es ist alles cool. Warum? Weil ich jeden zufriedenstellen möchte. Genau, ja, ich weiß, wie du bist. So, das heißt nicht, ich stelle mich auf keine Seite. Ich habe mich gar nicht geäußert. So, du hast dich ja gar nicht geäußert. Ich stelle mich auf keine Seite, dass ich sage, der hat mehr Recht als der andere. Das mache ich nicht. Allerdings sage ich, ey, guck mal, du hast eine Meinung. Zum Beispiel, massiv, ey, du hast eine Meinung. Du bist ein sehr netter Typ. Du warst immer nett zu mir. Egal wann. Du warst immer höflich. Deswegen antworte ich auch gerne. Ja. So, ich finde, wenn du so darüber denkst... Der ist nett, obwohl er kein CH aussprechen kann. So, und dann hast du jemanden, den du magst auch. Was die jetzt zum Beispiel über mich denken können. Einer kann sagen, ja, guck mal, warum hat er das gemacht? Oder einer sagt, warum hat er das gemacht? Ja, das ist Quatsch. Ich würde mich gar nicht auf so was genau, einlassen. Das denke ich gar nicht mehr nach. Mhm. So, weil ich sage einfach, ich möchte gern zu jedem zufriedenstellen. Und das ist das Problem in meiner Karriere immer gewesen, dass ich so viele Dinge so gehandhabt habe. Kann man das so sagen? Ja. Zum Beispiel auch diese Casino-Ding. Ich wollte das ausprobieren und gesagt habe, okay, jetzt wiederum, ich würde das nicht mehr machen, weil es mir einfach nicht gefallen hat. Dieses Drumherum, was da war. Ja. So, hat mir einfach nicht gefallen. Das war unecht alles so. Da habe ich gesagt, es passt nicht, aber ich muss das ausprobieren. Aus für 100.000 Euro. Dann so, jetzt muss man, ja klar, dann sowieso. Ich komme mit da. Ja. Und jetzt kommt der Punkt, auf was ich eigentlich hinaus will, dass man so ein bisschen versteht, wie ich denke. Ja. Warum? Also guck mal, wenn Nisa und ich uns nicht mehr verstehen sollten oder Streit haben, funktioniert der Podcast nicht mehr. Richtig. Weil dieser Podcast ist nur ein Side-Ding zu unserer Freundschaft eigentlich. Ja. Das heißt, wir sagen wir mal, wir entschließen, Gott bewahre, wir sind keine Freunde mehr. Passt nicht, private Dinge, passt nicht. Aber lass den Podcast weitermachen. Es wird nicht funktionieren. Nein, es wird nicht funktionieren. Aber bei allen anderen funktioniert's. Ja, Mann. Oh. Wow. Und darauf will ich hinaus. Das stimmt, wenn wir uns streiten würden, wir würden nicht mehr Podcast. Nein. Egal, und wenn der Podcast für 1 Million im Monat bringen würde. Ja, geht nicht. Geht nicht. Auch wenn wir sagen würden, ich eher als er. Geil, Alter, geil! Geil! Ich eher als er. Ich sage, ey, Bruder, da ist doch Geld drin, ne?
lass mal rausholen, ne? Und er sagt so, nee, ich bleib Rambo, ich bleib in meiner 3 Quadratmeter Wohnung, so, so. Das ist mir scheißegal, wer du bist, du dreckiger Iraner, so, ne? Wenn das passieren sollte, ne? Auch dann wird es nicht mehr funktionieren, auch wenn wir uns entschließen würden, zu sagen, ey, weißt du was, wir machen es jetzt nur noch, um das Beste rauszuholen an finanziell und an Reichweite für unsere Solo-Karriere. Wird das nicht mehr funktionieren, weil das, was wir hier haben, treibt unsere Freundschaft, unsere Liebe, unseren Respekt gegenüber, gegenseitig an. Mhm. Und diese Leute, andere, sind tot einfach in der Seele. Ja. Die sind tot. Für die ist egal, ob Nizar da sitzt, ob, keine Ahnung, dann Özcan da sitzt oder Bülent Ceylan da sitzt. Die sagen, das ist das Projekt. Und ich glaube, dass diese Leute irgendwann, also irgendwann so einfach im Freien sind, weil sie nirgendwo dazugehören können. Versteht ihr, was ich meine? Was ich auf hinaus will? Bist du Freund von allen, bist du Freund von keinem. Ja. So, weil sie machen das Projekt, das Projekt, das Projekt, das Projekt, das Projekt. Für was? Am Ende des Tages nur, dass sie da sind. Aber wenn aber dann können die dir irgendwann sagen, die könnten ja dann sagen, ey, hör mal zu, das ist auch ein Business und mein Erfolg gibt mir recht. Da hast du recht. Aber dann, ja Bruder, dann kann ich ja sagen, ich hätte eine der erfolgreichsten YouTuber werden aller Zeiten. Ja. Die Business Moves. Shirin Davids Manager wollte mich haben. Ich hätte mit allen Rappern, mit allen Künstlern damals Videos machen können. Ich hätte meine Karriere so nach vorne bringen können. Okay, aber du bist auch sehr faul. Aber es geht um was anderes. Ja. Es geht darum, diese Möglichkeiten, die ich hatte. Ja. Ich hätte krasse Deals unterschreiben können. Ja. So. Ich habe 150, 200.000 Euro liegen lassen für einen Deal. So, die hätte ich alle machen können. Mhm. Wenn ich sage, nur Business. Aber für was für einen Preis dann? Dann bist du da oben, bist alleine. Leute tränken ihre Seele mit Alkohol und Drogen zu. Dass sie den Schmerz, dass sie sehen, ey, ich habe keine richtigen Freunde. Das war mir das nicht wert. Nee, ja, mir sowieso nicht. Und diese Leute beschweren sich jetzt. Ja, ich habe eigentlich keinen Bock da drauf, aber ich mach's trotzdem. Ja. Also quasi die Seele verkauft haben. Die haben die Seele für Showbusiness verkauft. Boah, schwierig, ey. Das ist echt schwierig. Ich versuche auch immer, das zu analysieren. Ja, aber manche Leute platzen irgendwann, wie Faisal. Ja, aber ist er nicht wieder zurückgegangen? Ja, aber dann noch mehr extrem. So als Drag Queen verkleidet und... Also der hat so gegen die geschossen und ist dann... Okay, ich habe vielleicht ein bisschen zu sehr übertrieben. Das ist nochmal ganz extrem so zurück. Okay. Schönen Grüße an Faisal, ich habe den ja gesehen in Köln. Dulli. Jo. Und so wie ich jetzt raushöre... Mhm. Wie wir überhaupt auf das Thema kamen, ist, du willst dieses System umgehen? Also im Endeffekt, ich möchte Leuten eine Bühne geben, die wir selber persönlich feiern. Das Ding heißt Rough Comedy Jam, weil es halt rough ist. Also es geht auch, das Problem ist auch, dass du nicht mehr alles sagen darfst. Ist ja auch so ein Punkt, den wir jetzt gerade... Habe ich so mitgekriegt. Ich bin jetzt so in der Comedy-Szene nicht drin, dass man so... Ich sag alles. Ist je nachdem, wie man aussieht, was man sagen darf. Ich sag alles, was ich vertreten kann. Deswegen haben wir auch ein paar Probleme. Nein, auf jeden Fall gibt es halt Sachen, die man halt nicht so äußern darf oder äußern sollte. Und bei uns sind die Kameras ja nicht so ganz an. Das heißt, man kann noch Witze machen, wo jeder sagt, ja, okay, den lasse ich durchgehen. So. Das ist halt so. Also im Endeffekt, das große Projekt ist Rough Comedy Jam. Wir bieten Leute, die jetzt nicht die Möglichkeiten haben, in die offiziellen Shows reinzukommen, eine eigene Show. Wir bieten unserer Community, was uns heißt oder was wir heißt, ist auch ein bisschen Hip-Hop, unsere Jugendkultur, dass wir denen was bringen, weil Comedy ist so ein Altbacken-Ding. Also viele denken, Comedy ist so ein Karnevals-Ding, ne? Dass du da 2, 3 Jokes machst, ist ja nicht mehr der Fall, sondern wir sind cool geworden. Comedy kann cool sein. Einfach die Kultur gedisst. Ja, aber das recht. Boah, ist leider so. Also früher war ja das Größte, was du machen kannst, in irgendeiner Karnevalssitzung zu stehen. Ja. Das war das Heftigste, was ein Comedian machen konnte. Ich bin auch oft für Karnevalsveranstaltungen aufgetreten. Und das ist Seele verkaufen. Reda, könnt ich bitte ein Wasser haben? Mein Mund trocknet aus. Mhm. Okay, als Überschrift, dass ich das verstehe. Ja. Im Raum steht,
In der Comedy-Szene oder im Entertainment-Bereich in Deutschland gibt es strukturierten Rassismus. Es geht nach Sympathie. Ja, aber das hast du ja in Olli, mit der Folge mit Olli hast du ja auch gesagt. Dass du es schlimm findest, dass das gibt, auch bei YouTube. Ja, ja, das gibt es ja. Nö, nur nochmal zum hier, der Revue hier. Revue passieren. Stark. Jetzt bin ich raus. Was soll ich sagen? Struktureller Rassismus. Strukturierter Rassismus. Leute gehen nach Sympathie, gehen nach, was kann er? Und wenn dann jemand von einer anderen Hautfarbe oder Haarfarbe genommen wird, dann muss er sich extrem anpassen. Weil sonst funktioniert es nicht. Der Mainstream-Medienwelt. Mainstream-Medien. Das heißt, es gibt keinen in der Mainstream-Medienwelt, keinen, der so geblieben ist, wie er eigentlich angefangen hat. Oder niemals. Wie er ist. Niemals. Gibt es nicht. Gibt es nicht. Also ein paar Sachen sind ja gut, dass sie passieren. Moment. Ja, gibt es nicht. Also du musst Rough Comedy Jam? Aha. Will das aufheben und sagen, ey, du kannst so bleiben, wie du bist. Du kriegst eine Bühne. Das ist uns wichtig. Uns ist wichtig, dass der Comedian sich nicht verstellen muss, sondern er muss so bleiben, wie er ist, um seine Leute abholen zu können. Kann das Mainstream dann auch werden? Es kann parallel zum Mainstream laufen. Oder ist es ein neuer Mainstream? Es ist die neue Ära. Es ist die neue, weil wir brauchen kein Fernsehen mehr, wir brauchen kein Radio mehr. Genau, da niemanden. Funktionierst du nicht. Weil guck mal, im Fernsehen... Jetzt haben wir's. Ja, guck mal, im Fernsehen und in der Medienwelt, in der kommerziellen Landschaft, Sat1, RTL, Pro7, da gepusht werden, da in die TV-Sendungen, muss ja nicht, also es wäre von Vorteil, wenn deine Hautpigmentierung stimmt, ne? Mhm. Dann musst du dich extremst anpassen und du musst auch politisch genauso denken wie die. Alle sind so komplett links. So. Das heißt, die reden immer von Toleranz, aber da findet gar keine Toleranz statt. Du musst genauso sein wie die, das denken wie die. Deswegen sehen wir auch, schöne Grüße an Nikolai an dieser Stelle, dass ein Comedian wie Nikolai Binner, der damals sehr stark die Corona-Maßnahmen, der gesellschaftliche Druck auf Nicht-Geimpfte, der das so angeprangert hat, der wurde gecancelt. Heißt, was passiert da? Shows haben ihn ja abgesagt. Ich rede jetzt ungefähr, ich weiß nicht genau, ne, sein Management hat ihn fallen lassen, Comedians haben sich von ihm distanziert, Shows haben ihn ausgeladen, er durfte nicht mehr auftreten, aber... Das hat ihn so zu einem Rebell gemacht, dass er jetzt vor ausverkauften Häusern spielt. Und das feiere ich. Okay. So, das heißt, er ist erfolgreich geworden. Er ist erfolgreich? Ja, er ist erfolgreich. Dann komm bitte zum Podcast. Weil davor wo hätte ich ihn nicht eingeladen. Ja, davor hätten wir dich nicht eingeladen. ich brauche nur Leute, die erfolgreich sind. So, sonst sind alle erfolgreich. Und das Geile ist, er ist... Reicht diese Halli zu Bruno, die nichts bringen. Er ist teilweise erfolgreicher als Comedians, die sich von ihm distanziert haben, als dieser... Wer hat sich da distanziert so von ihm? Das kann ich jetzt nicht sagen, weil dann sorge ich ja wieder so für Stress zwischen denen. So, aber es gab Comedians, die haben sich von ihm distanziert und er verkauft jetzt mehr Tickets als die. Mhm. Okay, Nikolai Binner. Nikolai, Russe? Nee, Deutscher. Echt? Ja, aber er ist komplett nicht links. Also er ist so gegen alles, was ich jetzt auch hier nicht genau sage. Aber das besprechen wir mit ihm, wenn er da ist. Okay, das heißt, er kommt. Ja, er kommt. Nikolai Binner. Ja, er ist Hesse. Also sicher, da kann man auch mal ran. Wirklich, der ist voll. Der hat sogar jetzt letztens nochmal gepostet, dass obwohl er erfolgreich ist und hunderte von Tickets verkauft, hat jetzt irgendein Veranstalter, hat ihm jetzt auch 3 Tage vorher, haben die Veranstaltung abgesagt, weil Leute Druck gemacht haben, ey, der hat aber, der ist ein Querdenker, der hat das und das, aber interessiert ihn nicht, das macht ihn nur noch größer. Das heißt, du brauchst diese, wird Sat1, ja, werden wo? Die denn bei Luke Mockridge und Kristall einladen? Nein. Wird er mit Özcan und, Ingmar Stadelmann auf der Bühne stehen? Nein, das werden die ihm nicht geben. Aber braucht er nicht, wenn er selber seine Hallen voll macht. Wir haben ja in der letzten Folge mit Olli Bagnu über Machtverhältnisse gesprochen. Genau. Stell mal vor, weil das Fernsehen verliert ja immer mehr Zuschauer. Mhm. Genau. Die gehen ja jetzt auf Streaming. Ja, so ein bisschen, aber das ist nicht, zündet nicht so krass wie... Weil es Leute auch nicht gucken, weil es Leute nicht interessiert. Ja, aber es gibt Netflix, es gibt Amazon, so. Ja. Es gibt TikTok. Ja, so, was bockt YouTube. Mich da nochmal so ein, keine Ahnung, Plus und Minus da nochmal zu buchen. So, was ist, wenn das Fernsehen, also nicht das Fernsehen so an sich, sondern es gibt ja auch gute Sender. So, zum Beispiel jetzt, ich drehe nächste Woche, ist ja der erste Drehtag, wo ich mitten in der Doku bin. Ja. Wird auf dem, ich glaube, auf dem ZDF-Kanal sein. Ja. Da, wo so, es geht um dieses Thema eigentlich so ein bisschen. So, das gibt es ja auch Pro dafür, ne? Richtig. So, also nicht alle im Fernsehen sind gemeint, auch nicht alle Regisseure, nicht alle Drehbuchautoren. Auf gar keinen Fall, ja, stimmt. Dass wir das mal klarstellen, dass wir nicht alle in einen Topf schmeißen. Ja. Was ist, wenn das Machtverhältnis sich ändert? Ich glaube, da die Medien sehr links gesteuert sind,
darfst du keine Anti-Mainstream-Meinung halten, dann wirst du keine Position kriegen. Also guck mal. Aber das Machtverhältnis ändert sich. Es kann, ob es sich so ändert. Es gibt ja ein paar, die haben es geschafft, den Durchbruch zu schaffen ohne das Fernsehen, wie zum Beispiel ein Teddy oder ein Felix Lobrecht. Die haben es ja geschafft, ohne Fernsehreichweite, beziehungsweise dass das Fernsehen die gepusht hat, hoch nach oben zu kommen. Ja, aber Teddy fehlt jetzt komplett statt ProSieben, Amazon. Jetzt ja. Felix Lobrecht, gebe ich dir recht, bei Teddy müssen wir das analysieren. Ja, sie jetzt im Nachhinein kommen. Aber nee, warte, nicht Nachhinein. Er ist durchs Internet bekannt geworden, richtig, diesen viralen Hit. Ja. Dann war er direkt bei Stefan Raab. Genau, und dann ist er ein Superstar geworden, weil er in allen Fernsehsendungen war. Ja, Entschuldigung. Der hat Shows bekommen, so komplett. Ja. So. Ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm, ne? Wie sagen aber was man mal bei Teddy sagen muss, der hat nicht den Hampelmann gemacht. Ja. Der ist so geblieben, wie er ist. Das stimmt. Ja, aber er sagt auch nichts Unpopuläres. Was kein Angriff gegen ihn ist. Also ich sag jetzt nicht, bevor du musst unpopuläre Sachen sagen. Aber zum Beispiel ein Özcan ist nicht bedrohlich. Der liebt alle, der ist nett zu allen. Wenn ich sage nicht bedrohlich, sage ich, ey, man muss Leute aufs Maul hauen. Ne? Nicht so. Aber er sagt alles, was die Leute cool finden. Er findet jeden nett, er liebt jeden so. Und dann ist es natürlich einfacher für dich. Stell dir vor, es gibt einen Comedian. Nicht, dass ich diese Meinung vertrete, aber stell dir vor, es gibt einfach einen Comedian. Der sagt, ey, bei der Auseinandersetzung zwischen Russland und Ukraine, ich bin auf Russlands Seite, ich bin ein Putin-Fan. Dem wird keiner eine Bühne geben. Niemand. Schon wichtig, dass du in den großen Punkten der gleichen Meinung bist. Ja, das musst du 100%. Du kannst nicht kannst du nicht. So, das bedeutet, was ich weiß, dass selbst wenn selbst wenn ein Teddy und ein Özcan, ne, die können wir jetzt nehmen, weil die sehr erfolgreich sind, wenn die Putin-Fans wären, die würden es niemals sagen. Die würden sogar extra bei Veranstaltungen auftreten, die gegen Putin sind. Okay. Ist das aber nicht eine Art von Unterdrückung? Ja, klar. Natürlich. Ist ein hartes Wort, so, aber... Ja, ja, also ja, ist es. Ich muss mir jetzt vorstellen, ich habe jetzt nicht die Meinung, dass ich sage, ich bin jetzt zum Beispiel ein Putin-Fan. Beispiel. Genau. Beispiel, ich bin ein Putin-Fan und sage... Ey, ich bin da auf der Seite. Genau. Aber ich muss ja noch mein Geld verdienen, um meine Familie zu ernähren so. Und dann sagen die Leute, nee, weil du Putin-Fan bist, nehmen wir dir alles weg. Genau. Jetzt werden die Leute sagen, Nisa übertreibt. Die nehmen dir nicht alles weg, dass du unter der Brücke lebst. Aber du wirst in diesen Mainstream-Sachen wirst du nicht stattfinden. Das sehen wir ja bei Nikolai. Oder sehen wir bei anderen. Okay, verstehe. Das stimmt schon. Das heißt also, abgesehen, dass du Vorteile hast, was aber normal ist, wenn du zu einer bestimmten Gruppierung gehörst, ist es auch vor allem politisch, musst du diese populären Meinungen. Guck mal, findet ihr es nicht faszinierend, jetzt mal so ganz unter uns, dass alle Stars, ob in Deutschland oder in Amerika, in jeglicher soziopolitischen Debatte eine Meinung vertreten? Ob es Impfung ist, ob es Ukraine-Krieg ist, ob es LGBTQ ist. Alle haben die gleiche Meinung. Keiner hat eine andere Meinung. Ist das nicht faszinierend? Keiner. Nicht einer. Ja. Ich möchte, dass mir jemand einen Superstar bringt. Und ich rede Star. Sag jetzt nicht... Cheyenne Garcia. Genau. Sag jetzt nicht, ich habe bei Hood Comedy einen gesehen. Das zählt nicht. Einen Star. Der zum Beispiel sagt, ich bin gegen Abtreibung. Ich bin dagegen. Oder ich bin gegen die Impfung. Und der das dann auch so kommuniziert, gibt es nicht. Kannst du nicht. Okay. Vielleicht sind aber alle so intelligent und wissen ja, was du weißt. Ja, aber das würde ja implizieren, dass alle, die eine andere Meinung haben, dumm sind. Das implizieren sie ja. Ja. Okay. Deswegen, aber wie gesagt, ich möchte, du musst halt schon ein gewisses, du musst, wie sagt man so schön, das Spiel mitspielen. Das musst du immer. Aber das musst du bei allen Sachen. So, wenn du zum Beispiel zu den Eltern deiner Ehefrau gehst, benimmst du dich ja auch nicht so, wie du dich zu Hause benimmst. Richtig? Ja. Aber da musst du ja nicht die Meinung von deinem Schwiegervater haben. Ja, genau. Aber es gibt Leute, die das machen. Ja, klar. Ja, der sagt dann, was weiß ich, der ist vielleicht in Deutschland Dortmund, Bayern, nehme ich jetzt so als Beispiel. Der ist vielleicht Bayern-Fan, aber dein Schwiegervater sagt immer, ey, Dortmund finde ich richtig klasse, ich hasse Bayern. Und dann sitzt er da und sagt auch, ja, finde ich auch. Ich finde Dortmund auch klasse, ich hasse auch Bayern. So. Ja, das Problem ist, es gibt bei vielen Sachen so... So, und da ist natürlich jetzt auch die Frage, wem kauft man es ab und wem nicht. Man kann natürlich auch strategisch denken und sagen, ey, ich will keine Action,
ich enthalte mich einfach komplett. So. Ich enthalte mich komplett und ich weiß es, weil man kennt sich ja so nicht. Ich habe schon mit Leuten geredet, der gesagt hat, ey, eigentlich sehe ich solche Sachen so und so, aber ich kann das nicht sagen. Ja. Aber es war schon immer so. Ja, das war immer so. Ja, klar war das immer so. Ich war schon immer so. Das war immer so. Und jetzt aber, durch das Internet, kann man parallel sich was aufbauen. Zum Beispiel, ich bin überzeugt, dass ein Felix Lobrecht sich so eine stabile Fanbase aufgebaut hat, der könnte sagen, in seinem Podcast, ich halte nichts von der Ukraine, ich bin pro Russland und pro Putin und nichts passiert. Weil er noch nicht in dem System ist. Genau, weil er nicht in dem System ist. Und weil egal. Und auch weil wenn er nicht sein will. Und genau, weil er es auch nicht sein will. Und auch wenn ein Veranstalter, das könnte ja dann sein, abspringt, weil die sagen, ey, du bist pro Putin und er ist so ein Kriegsverbrecher. Er kann sich irgendeine Halle mieten, er spielt 5 Nächte hintereinander, er macht jeden Tag 5000 Leute. Der voll. Ist independent, ja. Der ist völlig unabhängig. Das ist geil. Aber das feiere ich. Diese Künstler, die das mitmachen, ja, in diesem System, fühlen die sich nicht. Werden die nicht schneller depressiv oder fühlen sich schlechter, nicht mehr wertvoll? Stell dir mal vor, du bist so seit einem Jahr da und du verdienst deine 200 Euro pro Show. Man fängt ja klein an so, ne? Und dann kommt irgendjemand von der Seite und sagt dir, hör mal zu, hier hast du 150.000 für den Rest deines Lebens. Dann ist das viel. Ja, okay, aber du bist ja, es geht ja nicht nur, dass du eine Meinung vertreten musst, was ja erstmal per se nicht schlimm ist. Ja. Du bringst ja keinen Zacken aus der Krone. Ja. Einfach sagen, ja, ich bin auch der Meinung. Ja. Ist ja Sache schnell erledigt. Ja. Aber du kannst ja gar nichts machen. Du musst alle Veranstaltungen machen. Du aber musst wissen die das vorher? Ja, nee, man muss natürlich auch sagen, man kann jetzt nicht sagen, dass jeder Mensch den. Es gibt Leute, der will einfach sich. Der ist entspannt damit. Also vielleicht deprimiert das ja jemanden gar nicht. Ja klar, das gibt's. Ja. An dieser Stelle würde ich einfach mal sagen, Karl Lauterbach, danken Sie doch endlich mal ab. Reicht doch die Zeit. War ja genug. Jeder hat doch mal so eine Amtszeit. Sie haben ausprobiert, Sie haben gemacht. Wir haben ja gesehen, was daraus geworden ist. Gehen Sie endlich mal und sagen Sie Tschüss. Reicht doch. Ja, guck mal, Corona wurde doch genauso behandelt. Das ist jetzt keine Verschwörungstheorie. Wir wissen nicht, was die Wahrheit ist. Also das kann ich von mir sagen. Ja. Ich bin da nicht so drin, aber wir wissen, dass jeder Journalist und jeder Arzt und jeder YouTuber und jeder, was weiß ich, der auf der anderen Seite war, der gesagt hat, ich drück's jetzt krank aus, Corona ist Quatsch, Impfung ist Quatsch, dass der platt gemacht wurde. Teilweise Ärzte, die seit 20 Jahren im Krankenhaus arbeiten oder eine Praxis haben, der ist ein ganz normaler Arzt, der sagt, das ist Schwachsinn, der ist weg. So, da siehst du jetzt, verstehst du? Also vor allem politisch ist es noch extremer. Du musst. Lass doch jeden aber seine Meinung. Ja, aber Meinungsfreiheit ist eine Illusion. Boah, ist auch hart. Das ist hart. Ja, jetzt kommen natürlich Leute, das hat Özcan bei uns im Podcast gesagt, schöne Grüße übrigens, Jesus vertritt auch die Meinung, Costa vertritt ja auch die Meinung, die sagen, du hast Meinungsfreiheit, weil, ich weiß auch, was die meinen, weil die sagen, nee, das ist ja nicht wie in Nordkorea, wenn du deine Meinung sagst, dass du umgebracht wirst. Das ist denn ihr Maßstab. Du kannst deine Meinung sagen, weil du wirst nicht getötet dafür. Dann sage ich ja, aber wenn du mit so viel Mist zu tun hast, deinen Job verlieren kannst, Möglichkeiten, dass du Geld verdienst, verlieren kannst, Leute dich angreifen, verbal und versuchen, so aus dir so einen Spinner zu machen, dann ist das für mich auch keine Meinungsfreiheit mehr. Nur weil ich sagen kann, ohne dass ich umgebracht werde, ja, ist das nicht für mich die Definition von Meinungsfreiheit. Aber das ist denen ihre Definition. Okay. Die sagen doch, du kannst ja alles sagen. Ich bin ja ein Typ gerne mit Fakten. Ja. Wir gehen mal von Theorie weg. Ja. Du hast ja vorhin schon schön gesagt, gibt es in Deutschland einen Künstler, der eine andere Meinung hat, aber trotzdem erfolgreich ist? Nein, gibt es nicht. Und also das kann man zählen. Ja. Und man kann auch beweisen, ja. Ja, guck mal, dass alle Leute, die diese Meinung haben, nicht erfolgreich sind. Ja. Die Leute können mir gerne das Gegenteil beweisen. Ich bin ja oft, vielleicht irre ich mich. Ich bin gespannt. Nennt mir einen. Geht nicht. Okay, wenn Nisa schon so redet, hat schon vorher recherchiert. Ja, der hat recht, leider. Ja. Denkst du, es gibt irgendeinen Typ, der bei Luke Mockridge auftritt und bei RTL eine Sendung hat und bla 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 und dann in eine Polizsendung geht und sagt, nö, also in dieser Ukraine-Sache ist Russland definitiv im Recht. Okay, was ist mit Serdar Somuncu? Und ich nenne jetzt dieses Beispiel. Serdar Somuncu. Sehr stark. Sehr gutes Argument. Sehr stark. Aber ich kenne nicht, warte,
Ich weiß aber nicht, ich bin da nicht drin bei dem. Oder der hat der seine letzte aber Show, alles. Ja, ja, der letzte Show, der hat alle auseinandergenommen. Ja, ja, aber ja, was? Alle. Macht, doch, doch. Alle. Unpopuläre Sachen? Ja, ja. 2,5 Stunden. Ja, ja, richtig stark. Ich kann da nicht mitreden. Und das nehme ich auch erst an und sage, okay, wenn ich genau sehe, weil, guck mal, wenn er etwas sagt, was aneckt, das kann, geht. Aber sagt er auch etwas, wo, verstehst du, was ich meine? Also ich finde, ich kann mir nicht vorstellen, ohne dass ich ihn jetzt euch jetzt hier angehen will, dass er zum Beispiel saß, wie gesagt, ich nenne extra noch mal ein Extrembeispiel, und gesagt hat, Ukraine soll sich nicht so anstellen und die EU auch. Diese Anti-Putin-Propaganda nervt mich. Putin hat zu 100% recht und ich stehe hinter Russland, egal was ist. Das ja, kann ich mir nicht vorstellen, dass der also, so eine Aussage getätigt hat. Ja, aber so, das sagt ja keiner. Das stimmt nicht. Also ich meine, keiner sagt das so, ich stehe hinter dem. Du kennst den Mann nicht. Warum ja, genau, hinter dem aber stehen? Der sagt, ich finde, dass die im Recht sind. Aber der sagt zum Beispiel so Sachen, ja, warum wundert sich Deutschland? Wir liefern Waffen dahin und wundern uns, dass die Flüchtlinge dann von denen uns kommen. Das Ihr habt doch den Typen unterstützt. Das ist keine unpopuläre Meinung für mich. Das ist keine Meinung. Das ist eine harte Aussage. Das ist keine Meinung für mich. Das ist auf jeden Fall ein starkes Ding. Das ist ein starkes, das habe ich mir gedacht. Er sagt Sachen, die anecken, aber er sagt nicht diese Sachen, wo Veranstalter sagen, okay, wir können den nicht mehr buchen. Das sagt er nicht. Das ist immer noch ein Unterschied. Das ist nämlich das Problem des alten Systems, dass die auch mit so gewissen Locations nur zusammenarbeiten und sagen, hey, die wollen dich gar nicht haben. Stimmt aber nicht, die Stadt will dich haben. Es gibt 1000 andere Möglichkeiten, da in der Stadt Fuß zu fassen. Es gibt 1000 andere Möglichkeiten, außerhalb okay. deren Systems zu arbeiten. Jetzt kommen wir zu Rough Comedy Jam. Yeah. Guck mal, selbst Xavier Naidoo, ne? Das haben wir auch mit Özcan besprochen, wo ich immer noch nicht genau weiß, was er gesagt hat. Ich kann mich nicht äußern. Aber gehen wir davon aus, er hat die schlimmsten Sachen gesagt, die es gibt. Der ganz harte Sachen gesagt. Ja, ganz harte Sachen. Er war weg, er musste kommen und hat sich entschuldigt. Glaubst du selber, dass er bereut, was er gesagt hat? Nein. Er macht es, um weiter stattfinden zu können. So, wenn er, darüber haben wir auch mit Özcan geredet, ich weiß nicht genau, was Xavier gesagt hat, wenn er wirklich gesagt hat, also wenn er wirklich antisemitische Sachen gesagt hat, also ich übertreibe jetzt, ja, ja, Juden sind für das Leid der Welt verantwortlich und Ausländer sind schuld an der Kriminalität in Deutschland, dann ist das eine Katastrophe. Ob er das genauso geäußert hat, weiß ich nicht. Er hat gesagt, in Amerika trinken die Kinderblut. Aber hat er gesagt, die Amerikaner trinken Kinderblut? Der hat so die Regierung und ja, diese ganzen der denkt, Geschichten. Glaubt ja an so elitische Illuminaten und so. Aber wenn das deine Meinung ist, dass irgendwo so eine Elite sich trifft und die Kinder opfern, warum nimmst du ihm seinen Job weg, wenn das deine Meinung ist? Du glaubst ja auch daran, dass du dich 12-mal impfen musst und du wirst trotzdem krank und du glaubst trotzdem ja daran, dass das die Hilfe ist. Genauso schwachsinnig für mich. Ist genau gleicher Schwachsinn. Ist genau der gleiche Schwachsinn. Was ist der Unterschied vom Schwachsinnslevel? Also jetzt ernsthaft. Also wir gehen davon, eine Lüge ist eine Lüge. Genau, genau. Aber ich frage euch, was ist der Unterschied zwischen einem Xavier Naidoo, der sagt, hört mal zu, die Mächtigen, Obama und der Präsident vom Iran und der Präsident von Nordkorea, die treffen sich immer einmal im Jahr und opfern Kinder so und trinken ihr Blut, zu einem Karl Lauterbach, der sagt, ey, ich bin viermal geimpft, ich bin trotzdem Corona-krank geworden, aber lasst euch trotzdem impfen. Ist doch genau die gleiche Art Schwachsinn. Wobei, und jetzt, das klingt jetzt sehr kontrovers, das von Xavier nicht mal so schwachsinnig ist für mich. Weil, ich erkläre dir warum. Okay, jetzt nee, wir haben gewartet. Warte, ich erkläre dir warum. Ich erkläre dir warum. Hier ist ein Typ, ja, der nennt irgendwas Absurdes. Ja. Die Mächtigen der Welt treffen sich und opfern Kinder und trinken ihr Blut. Ich glaube nicht daran. Aber es könnte ja irgendwo sein. Aber jemand, der sagt, guck mal, ich bin viermal geimpft, ich bin Corona-krank geworden, aber die Impfung ist gut für dich. Mach sie trotzdem. Das ist ja komplett absurd. Das ist ja komplett hirnrissig. Das ist ja komplett unlogisch. Das andere kann sein, das hier ist aber einfach nur Quatsch. Das ist komplett Quatsch. Das ist so, als ob ich sage, ey, wenn du Cola Zero trinkst, kriegst du keine Grippe krank. Ja, bist du nicht grippekrank? Ja, aber Nisa, du bist grippekrank. Ja, ich weiß, aber trink trotzdem Cola Zero. Das ist genauso. Das ist komplett Schwachsinn. Ja, aber man hat ja nie gesagt, dass du nie wieder die Krankheit bekommst. Man hat gesagt, der Verlauf wird besser. Genau, der Verlauf wird besser. Okay, und wenn man das dann viermal macht, das ist ja schon vieles, ja, und man es trotzdem kriegt, könnte man ja, könnte der Anschein erweckt werden, dass es ja nichts bringt. Man könnte, also, man...
Man könnte sagen. Ja, ich weiß, ja. Man könnte sagen. Ja, genau, kann man. Hättest du diese 4 Impfungen nicht gehabt. Dann wär's schlimmer. Ich liebe dich. Das. Das stimmt. Deswegen. Nein, der hat mich überzeugt. Ich distanziere mich, ich mache Fehler, aber ich lerne ja von meinem Partner. Deswegen, sorry, Herr Lauterbach, weil es wäre natürlich, wir wissen nicht, was passiert, wenn er nicht viel mal geimpft wird. Ja, sein Auge wäre nach oben verrutscht. Ja. Und das, wer weiß. Deswegen, Gott sei Dank, stimmt. Vergiss alles, was ich gesagt habe. Das Problem ist an diesen Menschen ist, ihr müsst einfach blind vertrauen. Ja, no. Wer sind wir, dass wir nicht ja, selber genau. wissen? Das stimmt, das stimmt. Das stimmt. So, und wie gesagt, man kann, du kannst Sachen als schwachsinnig empfinden und so, ne? Und du kannst Sachen als krank empfinden. Guck mal, weißt du, was mir so ein bisschen fehlt? Ja. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, ich bin ja ein Typ, der gerne einen Spagat macht. Ja. Um alle zufriedenzustellen. Ich habe kein Problem mit jeder Version. Keine Version. Genau. Wenn jemand sagt, bitte lasst euch 35 Mal impfen. Genau. Sag ich, Bruder, kein Problem. Mach, wenn du willst. Ja. Mach. Du kannst es auch gerne äußern. Ja, aber wenn, ich auch. Aber wenn jemand, ein Arzt sagt, ey, ein Anwalt, ich habe jetzt eine Sammelklage von 6.000 Impfschäden die letzten 3 Monate. Danke. Warum darf der das nicht sagen? Genau, warum machst du ihn direkt platt? Ja. Und stellst ihn da als Aluhut-Typ, Querdenker, nimmst seine, machst seine Karriere kaputt. Also lass ihn doch auch reden. Früher war Querdenker was Geiles. So, lass ihn. Lass ihn reden. Lass ihn auch reden. Ja. Wir können doch selber entscheiden, was wir annehmen oder nicht. Genau. Außerdem, das ist so eine schöne Debatte. Er bringt Argumente, die Gegenseite bringt Argumente. Das man kann so ein bisschen abwägen. Ja. Das ist, ich finde, das ist erstmal auch so, das schärft auch ein bisschen so den Verstand. Genau, du kannst ja nur von einem lernen, der eine andere Meinung als du hat. Deswegen sagen ja auch die Leute, unsere besten Podcast-Folgen ist, wenn ich und du uns nicht, wir sind uns sehr oft nicht einig, oder wenn auch Leute hier sind, die eine andere Meinung haben als wir, das ist doch schön. Ja, klar. So, weil nur so lernst du. Ich lerne doch nichts von einem, der zu allem Ja und Amen sagt, was ich sage. Ja. Ich kann doch nur lernen und mich als Mensch entwickeln, wenn ich mit jemandem diskutiere, der eine komplett andere Ansicht hat. Weil ich nehme immer was mit. Immer nach dem Gespräch. Immer. Entweder ändere ich meine Meinung oder ich sehe ein, dass ich einen Fehler gemacht habe. Oder ich sage, okay, ich habe es nicht, ich habe in 10 Punkten, habe ich es nur bei 8 richtig getroffen. 2 hat er schon recht. Du kannst doch nur davon wachsen. Ja, das ist, also guck mal, die Medien verstehe ich. Ja. Also guck mal. Oh, warte mal eine Sekunde. Nee, red weiter. Spagatdenken wieder. Mhm. Ja. Ich bin jetzt, also guck mal, ob jetzt Social Media, das habe ich schon mal irgendwann mal, glaube ich, hier erwähnt. Ja, red weiter. Du hast den Dulli. Wohin gehst du? Ich muss telefonieren. Okay. Also Dulli, das ist so. Jo. Ob du jetzt RTL bist, ob du jetzt Facebook bist, ob du jetzt ein unabhängiger Sender bist oder ein Nischensender. Ja. Für mich ist das alles, sind das Unternehmen. Richtig. Ein Fernsehsender lebt davon, von Werbeeinnahmen. Sie kaufen Filme ein, sie kaufen Shows ein, dass sie Leute bekommen, die wiederum die Werbung gucken, dass sie die Werbegelder einnehmen. Ja. Die Werbegelder müssen höher sein als die Ausgaben für die Shows und die Produktion oder die Hollywood-Blockbuster, die sie einkaufen, dass das Unternehmen Gewinn abwirft. Richtig. Sind wir uns einig? Ja, absolut. Social Media, Instagram sagt, wir haben 1, keine Ahnung, schlag mich tot, 3 Milliarden Nutzer. Ja. Davon sind 400 Millionen aktiv. Mhm. Für dieses Quartal nehmen wir von Samsung, Sony, von Nike 600 Millionen. Ja. Wie viel geben wir dafür aus? Okay, wir kommen mit Gewinn raus. Richtig. So sehe ich alle Fernsehsender, Unternehmen, Meinungsmacher. Das ist auch richtig, das ist absolut jetzt, nicht verwerflich. Zum Beispiel Bild hat davon gelebt, wie viele Auflagen sie verkaufen. Ja. 1 Euro oder so hat es damals gekostet, ich weiß gar nicht. Keine Ahnung. 1 Euro, okay, was schreibe ich auf die Titelseite, dass die Leute mehr Umsatz machen? Clickbait, ja. Ist Clickbait. It's safe. Jetzt heißt es Clickbait, Bild-Zeitung war es Titelblatt oder so, ne? Jetzt hat Bild angefangen mit dem YouTube-Kanal. Ja. Ja. Der läuft ja immer besser. Klicks, einzelne Themen werden rausgeschmissen. Die verdienen sich ja dumm und dämlich gerade. Weil es sehr einfach ist. Es ist nicht mehr früh. Du musstest vorbeilaufen, es angucken und dann zack kaufen. So, du kannst sehen und es kommt Geld dabei rum. Dass ein Unternehmen selber bestimmt, von allen, die ich gerade erwähnt habe, dass ein Unternehmen bestimmt, was sie zeigen und was sie nicht zeigen, finde ich legitim. Ja, absolut richtig. Sagt ja auch keiner. Also RTL kann bestimmen, was sie zeigen.
Und wenn sie nur Norden zeigen, ist es deren Sache. Ja, wir hätten auch letztens das Gespräch gehabt, sorry, ich unterbreche, wir hätten ja das Gespräch gehabt, also in Deutschland wohnen ja überwiegend Deutsche. Ist ja auch so. Also echt? Ja? Ja, ja. Na, also hier in Frankfurt oder Wiesbaden jetzt nicht. Wir sind auch Deutsche. Aber im Rest der Welt, ist also im Rest Deutschlands ist das halt so. Und dementsprechend ist das ja die größte Zuhörerschaft, die es gibt. Genau. Also macht man das Bestmögliche für die. Und weil man dann sagt, oder weil die Oberen gesagt haben, hi, scheiße, wir haben auch noch so hier 3 Millionen Türken, wir brauchen jede 4 Jahre, immer zur neuen WM, brauchen wir einen neuen Türken. Das ist ja jetzt so, ne? Also wir überlegt mal, ne? Wir hatten Kaya Jana ist weg, dann hatten wir Bülent Ceylan ist jetzt langsam weg. Jetzt haben wir Özcan, ja. Jetzt haben wir Özcan. Ey, alle 4 Jahre, immer zur WM kommt ein neuer Türke. Ey, das stimmt. Ist so, aber ja. Den Türken brauchst du ja auch, weil du hast ja viele Türken, die dann sagen, ey, was mit uns, wir werden gar nicht angesprochen. Ja. Wo Kaya Jana, Belhashi Bahar gesagt hat, haben wir uns Araber angesprochen gefühlt, weil wir gesagt haben, geil, ein Araber ist im Fernsehen, wir gucken alle Sat.1. Ich muss aber sagen, ich habe das nie gefeiert. Ja, Bruder, du bist ja auch was ganz anderes. Du bist anders, Bruder. So, aber ich wollte jetzt noch darauf hinaus, wenn als RTL sage, ich zeige nur den Norden, ja, ist ja nicht verwerflich. Ist legitim. Und wenn dann, keine Ahnung, ARD sagt, ich zeig nur Westen. Mhm. Auch kein Problem. Richtig. Warum werden aber die anderen Richtungen platt gemacht von den anderen, nur weil sie eine andere Richtung zeigen? Sehr stark. Wow. Sehr stark. Das geht mir auf den Sack. Das stimmt, ja. Alter, ja. Lass sie doch, du kannst machen, was du willst. Ja. Du kannst machen, was du willst. Ja. Wenn es einen Sender gibt, der sagt, ey, ich bin Süden. Ich lade jetzt Xavier Naidoo ein, erstmal als Gast. Was hast du uns zu erzählen? Das wird niemals funktionieren. Warum machen die anderen Sender den platt? Weil dann müsste ich ja hingehen, wenn wir ja wirklich so eine Demokratie sind, ja. Da müssten ja die anderen Sender auch anfangen, die anderen Platz zu machen. Genau. So Norden, Westen. Ja. Aber jetzt eine Sache. Hm. An alle Türken da draußen in Deutschland lebend. Ja? Verpisst euch aus diesem Land. Nein, an alle Türken, die in Deutschland leben. Ich glaube, was, knapp 6 Millionen? Nein, wir haben gerade mal 3 oder so. Sie leben gerade mal 5 Millionen Muslime in Deutschland. Ja, in Syrien, was mit denen? Ja, nee, es sind nur 5 Millionen in Deutschland. Okay, 3 Millionen Türken? Ungefähr, ja, sag mal. Ich glaube, 1,8 habe ich mal gehört, aber kann 3 sein. Okay, ich gebe euch einen Tipp, das wird revolutionär. 3 Millionen Türken, davon allein nur in Berlin 1,1 Million oder so. Der Rest in Duisburg. Ja. Okay, nur an die Berliner Türken. Sind Türkmissen? Hört auf mich. Recherchiert, wie viel ihr für eine Parteigründung braucht, wie viele Leute. Ja, aber keine mehr HP oder dann so. Dann recherchiert, wie viele Leute man braucht, um in den Parlament reinzuziehen. Und Türken könnte es in Deutschland schaffen, wenn die alle zusammenhalten. Meinst du? Könnten ja. Die ins deutsche Parlament kommen. Klar. Das wäre aber stylisch. Dann so Döner im Parlament. Nein, jetzt. Ich meine jetzt nicht klischeehaft, ich meine es ernst. Ja, auf jeden Fall. Weil Türken die größte Community in Deutschland sind, die könnten von der Anzahl, die du Voraussetzungen für eine Parteigründung brauchst, dass du eine Partei bist, und von den Geldern, es gibt so viele große türkische Millionäre und Unternehmer hier, absolut. Die könnten mit der Unterstützung von allen anderen Immigranten, könnten sie Parlamentssitze bekommen. Ja. Also von der Zahl ist das möglich. Das ist krass, das ist so. Ich muss eine Türkin heiraten. Ich muss jetzt schon. Danke für die Quintessenz. Das, also nochmal darauf zurückzukommen, das geht mir immer auf den Sack. Wir reden, jeder darf seine Meinung haben. Nein, darf er nicht. Warum das machst Quatsch. Du aber den platt? Ja. Aber wie siehst du das? Das ist jetzt meine Frage. Aber guck mal. So wie die das wollen. Nein. Hast du das System nicht verstanden? Ja, ich hab's verstanden. Nein, aber guck mal. Die Leute, die ja sagen, ey, du übertreibst, es gibt Meinungsfreiheit. Siehst du das wie ich, indem du sagst, nein, weil wenn ich meine Meinung sage und einige Sachen verliere oder mit den Konsequenzen rechnen muss, ist das keine Meinungsfreiheit? Ne? Oder sagst du, nee, solange du nicht um dein Leben bangen musst, wenn du was sagst, dann ist es Meinungsfreiheit. Also in welcher... Also ich muss Meinungsfreiheit mal jetzt mal splitten. Ja. Zwischen Theorie und Praxis. Ja. In der Theorie hast du Meinungsfreiheit. Hast du ja. Du kannst ja sagen, was du möchtest. Genau. So, ob du danach nochmal Miete zahlen kannst, ja. Das ist eben halt die andere Sache. Ja, aber wie siehst du, ist das dann für dich eine Meinungsfreiheit? Weil ich bin solch einer, der sagt, nein, es gibt keine Meinungsfreiheit. Und andere sagen, doch, du kannst alles sagen, du musst halt nur mit den Konsequenzen rechnen. Ja, dann ist es ja keine Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit? Also die Befürworter von Meinungsfreiheit in unserer Gesellschaft sagen, wenn du nicht umgebracht wirst für deine Meinung,
oder ins Gefängnis kommst für deine Meinung, ist es mein Astronaut. Ja, aber das ist wieder so ein extremes Beispiel. Ja, finde ich, ich finde es auch schwachsinnig. Das ist so extrem. Ich überlege, warte mal, ich brauche kurz 10 Sekunden, warte. Ich darf im Internet oder... Nein, jetzt kommen wir wieder zu das, was ich gesagt habe. Wenn ein Unternehmen für sich selber entscheidet, wie RTL, Facebook, Instagram, ich möchte nicht, dass auf meiner Plattform sowas stattfindet. Ja. Dann finde ich das legitim. Ja. Weil genau. Ich kann entscheiden, ja, hier im Podcast was gezeigt wird, genau, oder nicht. Richtig. So, und wenn mir eine Meinung nicht gefällt, dann zeige ich den hier, genau, nicht. Genau. Ja. Das ist okay. Nur die Sache ist, wenn du aus eigener Kraft, zum Beispiel jetzt wir, ja, wir sind unser eigenes Unternehmen. Genau. Das heißt, wir haben mit den anderen Unternehmen nichts zu tun. Genau. Jetzt kann man sagen, ja, aber ihr nutzt ein Unternehmen, Spotify, wo ihr auch unter Regelungen steht. Genau. Dann finde ich das auch okay. Aber wenn ich jetzt meinen eigenen Server mache. Genau, aber dann soll Spotify nicht behaupten, dass sie für Meinungsfreiheit sind. Das muss man auch noch sagen. Ja, genau, darauf kommen wir. Wenn ich jetzt meinen eigenen Server mache, den ich selber kaufe und mir gehört. Ja. Meine eigene Plattform baue, dass ich sage, ich möchte gerne Streaming anbieten, dass die Leute unseren Podcast hören. Und wenn dann andere Leute mich angreifen, versuchen mich platt zu machen, ist das keine Meinungsfreiheit mehr, finde ich. Stark. Peter, hol mal bitte den Zerda, bitte. So, das ist für mich keine Meinungsfreiheit mehr. Ja. Weil ich nutze kein Unternehmen, ich stehe unter kein Regelwerk mehr und ihr greift mich an, ohne dass ich eure Sachen nutzen kann, weil ihr mich nicht sperren könnt, weil ich nicht unter eure Regelwerk lebe, dann ist für mich das absolut keine Meinungsfreiheit mehr. Stark. So, wo er recht hat, ist, wenn jetzt uns ein Streamingdienst runternimmt, weil es denen nicht passt, was wir sagen, weil es Shitstorm kommen sollte, dann heucheln sie Meinungsfreiheit vor. Sehr stark. Aber sie haben keine. Sie haben keine. Genau, wenn ich zum Beispiel sage... Ich habe gesagt, gib mir 10 Sekunden. Ja, ich weiß. Du bist der Beste. Du bist der Beste. Das Geile ist, wir wollten mit Dulli über Business reden und auf Comedy und sind voll in diese politische Diskussion geraten. Aber das ist geil, dafür sind wir bekannt. Jo. Oh Gott, noch ein Türke, der reinkommt. Ey, geiles Hemd. Ja, heirate sein Hemd. Kommt aus der Karibik. Ja, aus der Karibik kommt er. Dann sollen wir die Folge beenden, gehen wir was essen. Ja, gleich. Lass uns noch mal ein bisschen Dulli noch ein, zwei Sätze dazu sagen. Ja, sag. Also Dulli. Jo. Du bist da, um den Leuten eine Plattform zu geben, ohne Einschränkungen. Genau, also was heißt ohne Einschränkungen? Wir haben ja auch unsere Prinzipien. Wir haben unser Regelwerk. Genau, okay. Also die Gürtellinie ist ein bisschen ausschaffiert. Sagen wir mal, die geht ein bisschen weiter runter, die Gürtellinie. So, also dass Nisa ist Moderator. Ja, okay, so viel zum Thema Gürtellinie. Okay, dann wissen wir, wo die Richtung hingeht. Ich benutze keine Fäkalsprache. Aber. Nein, also Fäkalsprache ist gar nicht da. Ich töte nur Frauen, keine Männer. Genau. So Serienkiller. Genau. Okay, genau. Und dann? Genau, wir bieten eine Bühne an für alle Leute. Also, ihr könnt uns auch gerne anschreiben, wenn die sagen: Hey, ich habe jetzt irgendwie Probleme oder hey, ich würde gerne bei euch auftreten. Wir haben auch eine Möglichkeit für neue Comedians, dass die dann halt quasi irgendwo stattfinden. Dann versuchen wir das ganze System in Deutschland sowieso nochmal ein bisschen umzukrempeln, weil wir gesagt haben: Es gibt ja nur diese Häuser, wo die auftreten und wir holen uns neue Häuser. Wir sind unabhängig von diesen ganzen Theatern, unabhängig von allem, wo man sagt, ey, nein, der Veranstalter in der Stadt will dich nicht, dann suchen wir uns einen anderen Veranstalter. Wer kann da auftreten? Muss man so eine gewisse Voraussetzung haben? Du brauchst eine Legacy, aber deine Legacy ist einfach nur, du musst witzig sein. Das reicht mir. Also Ozan Yaren tritt bei euch nicht auf, okay. Du bist jetzt noch nicht da gewesen. Ja, das ist so asozial. Der Arm hat uns nichts getan, Alter. Nein. Ich mach da nur Spaß. Ja, voll. Genau, du musst einfach nur gut sein. Legacy. Credit.com with the banana. Aber Türken generell in Deutschland sind nicht lustig. Hier, der. Das ist, nee, ich finde Türken schon lustig. Ja, heirate die doch. Türken sind auch unbewusst lustig. Ja, Bruder, genau, weil sie dumm sind. Kennst du den Film Recep Ividik? Teil 1? Der ist krank. Nenn mal einen tunesischen Comedy-Film. Ja, jetzt hast du mich im K.O. gehauen. Die Biografie von Bushido. Aber ich fühle mich nicht angesprochen. Aber ich fühle mich nicht angesprochen, ich bin Deutscher. Ich bin Deutscher. Okay, und nicht wie ihr. Wo kommen Sie ursprünglich her? Aus Deutschland. Und davor ursprünglich? Wie davor? Ich gibt's nur einmal. Ja, das sind doch deren Aussagen. Ja, du musst fragen, wo kommen deine Eltern her? Wo kommen deine Eltern her? Aus Nordafrika. Aha, okay, da ist schon das Problem. Aha. No, no, what you know when this, aha. Let me in the hand of this, aha. No, no, what you know when this, aha. Okay, Dulli, ich finde es gut, was du machst. Ich auch. Dankeschön, vielen lieben Dank. Danke. Wenn man jetzt Rough Comedy, du machst ja deutschlandweit.
Genau. Wir kann versuchen da, können da Veranstalter mitmachen? Genau, wir versuchen deutschlandweit eine neue Struktur aufzubauen. Dementsprechend haben wir jetzt gerade die Möglichkeit, auch neuen Veranstaltern, also wir müssen schon Veranstalter sein oder das Know-how eines Veranstalters haben, bieten wir die Möglichkeit, Rough Comedy in ihre Stadt zu bringen. Das heißt, die kriegen ein perfektes Paket mit einem Nizar als Moderator, mit guten Comedians, mit DJ, mit, also wir bringen Hip-Hop rein, wir bringen Coolness rein. Wir sind korrekt, wir bringen Türken mit. Wir haben von allem etwas dabei. Und fühlt euch nicht ausgeschlossen, ne? Wir haben auch Deutsche dabei. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, wir machen jetzt ein Ausländer-Ding daraus. Nein, das ist gar nicht der alles. Fall. Wir sind ja nicht so. Alles. Wir haben Behinderte dabei, Khalid Bounoir, alles am Start. Hast du es doch. So auf jeden Fall. Dulli, dass ich das mal verstehe. Ja. Also es ist einfach Comedy darf alles so mäßig. Genau. Darf fast alles. Nee, Comedy darf alles. Darf, aber es muss dir nicht gefallen. So sag ich es mir. Comedy darf alles, es muss dir aber nicht gefallen, aber für jeden. Genau. Egal welche Herkunft, egal welche, was du immer sagst, Ethnie oder so. Ethnie. So. Diese Schuhe von früher. Ja. Also egal, wo die Leute herkommen, was für eine Hautfarbe, jeder ist willkommen. Ja. So. So echt. Die Tief ist verloren. Ja. Okay, verstehe. Schönes Konzept. Ja, das ist so. Ey, Shire, das ist der King, Alter. Fast, ey, oh Mann. Stark, okay. Also an alle Veranstalter aus Deutschland. Ja? Und Österreich und Schweiz. Okay, warte mal. Österreich, muss es ein Veranstalter sein? Jetzt schon. Guck mal. Rieder ist auch. Ich guck mal. Ich bin der Scatman. Rieder ist jetzt. Rieder kennt. Ist ein bekannter Typ. Ja. Ja. Viele kennen den. Ja. Der ist ja Piranha. Ja, genau, so. Das geht auch. Nein, guck mal. Er kennt jetzt eine große Community in seiner Stadt. Ja, also guck mal, generell ist ja sowieso der Aufbau online und viral und sowas. Das ist ja unser Ding. Und so Comedians reposten das. Wir machen das Ding im Internet stark, alles drum und an. Wir brauchen einfach nur Leute noch in der Stadt, die richtigen Leute nochmal dazu animieren, zu einer Comedy-Show zu kommen. Weil wer kauft Karten? 60-Jährige. Aber die wollen wir gar nicht haben. Wir wollen einfach coole, neue, hippe das Leute. Aha. Then you wanna know when this, aha. Give me the handle this, aha. Das finde ich diskriminiert. Nee, guck mal, ich habe nicht gegen 60-Jährige. Also in Krefeld hatten wir ein paar, hast du ja gesehen. Ja. Da war ein älteres Publikum. Die sind war nur 3 Jahre älter als ich. Ja, das ist ja das Ding, stimmt. Aber das fand ich jetzt nicht in Ordnung, was du gesagt hast. Finde ich also. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich will eine neue Bewegung. Irgendwie wollen wir eine neue Bewegung, dass die sich animiert. Ja, aber ich will auch neben dem 70-Jährigen stehen. Ja, sehr gerne. Aber ich will doch nicht das 100%. Preisische, Kümmel. Aber nicht 100%. Nicht 100%. Dann hast du ja keinen Bock mehr, Bruder. Also, meine Damen und Herren. Dann machst du 2 Touren, dann ist die Hälfte toten. Was für ein Team. Aber der hat recht. Ja. Okay, bei wie vielen Minuten sind wir? 1:07. Krass. Wow, krass. Ja. Also, meine Damen und Herren. Ich will darauf hinaus. Ich will noch was fragen. Ich will darauf hinaus. Ja. Man kann es so runterbrechen. Wenn ihr eine coole Comedy-Show haben wollt mit verschiedenen Comedians, alles ist dabei. Ausländer, Frauen, Homosexuelle, Lilliputan, Kleinwüchsige, alles ist dabei. Schreibt einfach, wie ist die E-Mail? Dulli@roughentertainment.de. Dulli, also dulli@roughentertainment.de. Rough-entertainment.de. Rough-entertainment. Oder einfach bei Instagram. Rough, genau, dann könnt ihr die Show in eure Stadt holen. Vielleicht haben Leute Interesse aus Österreich, aus der Schweiz, aus Saudi-Arabien. Wir sind überall am Start. Okay, jetzt noch eine abschließende Sache. Die würde ich gerne privat wissen. Okay. Was hast du mit dem zu tun? Das machen wir dann privat. Also ist Nizar jetzt der Star der Stars? Nizar ist King. Für mich schon immer King gewesen. Aha. Ach, übertreibt. Ja, aber ist doch so, ganz ehrlich. Guck mal, was der alles macht und was er alle sagt. Und guck mal, wo er ist. Er ist immer noch stark, er ist immer am Start. Das ist heftig. Das ist heftig, Bruder. Das ist eigentlich nur so, das ist eigentlich nur ein Beweis, dass ich verrückt bin. Ja, aber guck mal, wie viele Leute einfach sagen, boah, Nizar ist der Beste. Der Verrückte. Ja, bei mir ist es eher so, dass sie sagen, aber guck mal, nee, weißt du, was bei Nizar ist? Mhm. Ich habe das beste Beispiel ist mein Vater. Mhm. Mein Vater hat alle 239 oder Folgen gesehen, was wir haben. Ja. Jede Folge. Mhm. Ja. Auch die Asynchron. Ja, auch die Asynchron von Afshin. Ja. So, alle hat er gesehen. Ich weiß noch, die ersten 100 Folgen. Mein Vater hat Geduld, gell? Ja, gell? So, du siehst, was der kann. Ja. Und du siehst, was für Versager so ein der hat. Ja.
nach 100 Folgen hat alle immer gesagt, bitte red mit Nisa. Das war nicht in Ordnung. Nisa so, bitte, ihr müsst an eure Karriere denken. Ihr wollt doch was Großes werden. Ich mag Nisa. Nisa ist für mich wie ein Sohn. Soll ich selber mit ihm reden? Alles, 100 Folgen. Und wir haben vier Folgen in der Woche gemacht. Ja. Das heißt, das einzige Gespräch war immer, warum macht Nisa das? Warum mit Nisa? Dass irgendwann meine Mutter gesagt hat, lass Nisa in Ruhe. Nein, der denkt nicht nach, der macht nur Spaß, die Leute können aber das nicht verstehen. Ja. Er muss sich anpassen, der Dummheit der Menschen. Ja. Alles Mögliche. Jetzt nach der Folge, der sagt gar nichts mehr. So habe ich irgendwann vor 3-4 Wochen gesagt, warum sagst du eigentlich nichts mehr? Das ist Nisas Karriere. Ja. Alle probieren. Aber irgendwann. Irgendwann sagen die, okay. Man akzeptiert's. Man akzeptiert's. Ja, wie eine Frau, die von ihrem Mann geschlagen wird. Ne? Und die nur mit ihm zusammenbleibt. Ja. Gibt's das, lüg ich? Wie viele Frauen gibt's, die von ihren Männern geschlagen und die sagen irgendwann nach, der ist so. Krass, Bruder. Ja, okay. Das war kein guter Vergleich. Also nein. Dann distanziere ich mich ganz klar von der Aussage. Ich habe den Vergleich gemacht. Ich sag doch nicht, dass das gut ist, dass die Leute das machen sollen. Egal, ich will mich nur absichern, Alter. So, aber das war echt... Warum immer so harte Beispiele? Gibt es nicht schon was Normales so in deinem Leben? Ja. Was? Wie ein Mann... Das kann nicht gut werden. Doch, dessen Frau nie für ihn kocht. Irgendwann akzeptiert das und er bleibt trotzdem und schätzt muss sie kochen für ihn? Sie muss nicht, ich sehe nur ein Beispiel. Klar muss sie, Alter, was hat sie sonst zu tun, Alter? So, also, meine Damen und Herren. Ich liebe dich. Meine Damen und Herren, es ist Nisa und Shine, die Deutschen, der wahre Podcast. Wir lieben euch alle, Gruß an alle meine Türken. Ja. Sen Türkmüsün. Abi, ikitane İskender. ikitane Künife. Edika Giderim. Hadi Ükim, tschüss. Yakşamlar. Ja. Macht's gut, passt auf euch auf. Ja. Jeder hat seine Meinung. Jeder hat seine Meinung. Türkische Frauen haben Schnurrbart. So, akzeptiert immer die Meinung. Ob Nisa und ich sind seit 6 Jahren behindert zusammen. Ja, wir sind seit 6 Jahren ein Paar. Nach dem ersten Date haben wir ja sofort, wir haben direkt den Sack zugemacht. Das war ein 6-Year-Stand. So, Nisa und ich. Wir sind eigentlich Vorreiter von dieser LGBTQ-Bewegung. Ja klar, aber keiner gibt uns den Hack, wie immer. Ja, stimmt. So, warte, darf ich was sagen? Ja. Seit 6 Jahren sind wir zusammen. Ja. So. Ja. Ja. Es gab mal auch so, ja. Aber kam wieder so. Ja. Dann kam einmal so. Ja. Dann so. Ja. Alles ja. Klar. Ja. Er und ich, ihr merkt das selber, wenn ihr schon seit langem zuhört. Wir haben auch nicht immer dieselbe Meinung. Ja, selten sogar. So 80% haben wir nicht die gleiche Meinung, aber wir verstehen uns super, ja. Weil wir uns gegenseitig respektieren und akzeptieren. Das ist Toleranz. Und das ist Toleranz. Und genau. Das macht ihr deswegen alles, nehmt euch hier die beste Sachen aus dieser Folge raus. Meine Damen und Herren, was für ein Abschlusswort, das möchte ich gerne hinzufügen. Man muss nicht der gleichen Meinung sein, um nett zueinander zu sein. Genau. Man kann komplett verschieden, man kann trotzdem cool miteinander sein. Nehmt euch die besten Sachen raus, ja. Die schlechten Sachen, was ja. Für euch schlecht ist, ja. Lasst es weg. Aber wir akzeptieren jeden. Ja. Weil das ist richtige Akzeptanz. Und an alle anderen, die noch nicht wissen, was Akzeptanz ist, ihr könnt doch gerne bei uns eine Schulung nehmen. Ja, genau. Genau, dann bringen wir euch wirklich Akzeptanz. Okay, jetzt zum Abschluss. Aha, I know what you know in this. Aha, taking in a handle this. Aha, I know what you know in this. Folgt alle Shine auf Instagram. Und folgt Rough Comedy Jam ja. Auf Instagram. Geht auf die Ticketseite da. Genau, bestellt ein paar Tickets dass ihr so 5 unnötige Comedians sieht, die mit Zug da hinkommen. Ihr könnt ja am Kölner Bahnhof sehen und am Frankfurter Bahnhof, die sind da immer so, weil die Züge mit so 6 Umsteigmöglichkeiten nehmen. So, ich würde niemals gerne ein Comedian sein, weil ich hab Paral. Spaß.